Ich bin eigentlich der Meinung, genauso wie meine Mitantragsteller, dass das meiste dessen, was in diesem Wahlprogramm steht, nach wie vor seine Berechtigung hat, dass es allerdings hinsichtlich mehrerer Punkte überarbeitet werden muss. Einerseits gibt es tatsächlich Programminhalte, die auch ohne unsere Beteiligung am parlamentarischen Prozess mittlerweile umgesetzt worden sind, sodass die beispielsweise aus dem Programm raus könnten. Es gibt andere Inhalte, da ist es aufgrund neuerer Erkenntnisse fraglich, inwiefern wir heute noch diese Inhalte vertreten sollten. Und es gibt dann, jetzt bin ich durcheinander gekommen, also langer Rede, kurzer Sinn, dieses Programm muss überarbeitet werden, wenn seine Inhalte weiterhin Gültigkeit besitzen sollen. Und gleichzeitig muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie ist die Darstellung der Anträge so, dass das Ganze auch tatsächlich lesbar ist und hoffentlich nicht wieder 96 Seiten ergibt, sondern etwas kürzer gefasst wird. Wir haben eine wunderschöne kleine AG-Programm, wo jeder gerne aufgefordert ist, daran mitzumachen. Und die sollte... Hallo Sandra! Und wir haben uns da so einen kleinen zweistufigen Prozess ausgedacht, wie man nun an die ganze Problematik rangehen könnte. Bis zur LMV 15.1 soll die AG Programm Ideen entwickeln, wie ein Programm tatsächlich aussehen sollte, damit es an den Mann, an den Frau, an das Eichhörnchen auf der Straße gebracht werden kann und es leicht verständlich ist. Da werden verschiedene Vorschläge erarbeitet, hoffentlich, die dann auf der LMV 15.2 vorgestellt werden, 15.1 vorgestellt werden und dort dann ein Modell ausgewählt wird, an dem sich die Darstellung der Programminhalte tatsächlich ausrichtet. Bis zur 15.2 wird dann, wie gesagt, der ganze Prozess stattfinden, die Inhalte zu überarbeiten. Und dabei auch darauf zu achten, dass es nicht wieder zu einer Vermischung von Grundsatzprogramm und Wahlprogramm kommt. Vielmehr muss dann darauf hingearbeitet werden, dass wir dort eigenständige Inhalte dort schaffen, wo wir bislang noch das Grundsatzprogramm eingesetzt haben. Und gleichzeitig soll dabei das Grundsatzprogramm ein wenig überarbeitet werden hinsichtlich der Frage, was gehört in ein Grundsatzprogramm, was gehört in ein Wahlprogramm? Es ist zwar noch nicht viel los hier, aber relativ laut. Auch da hinten, ich würde euch bitten, wenn ihr euch unterhalten wollt, geht einfach raus oder in die Wahlkabinen da hinten, da habt ihr Spaß. Hier ein bisschen leise, lasst den Thomas reden, da geht es um Wichtiges. Wir können uns auch heute schon darüber unterhalten, beziehungsweise es steht hier in diesem Antrag auch schon ein relativ dezidierter Prozess drin, wie die Bearbeitung der bisherigen Programminhalte stattfinden soll, hinsichtlich der Frage, was sollte davon nicht mehr übernommen werden. Und das ist im Prinzip so hauptsächlich das, was dieser Programmantrag beinhalten soll. Warum mache ich das jetzt? Weil wir jetzt die Zeit dafür haben, uns dann im nächsten Jahr tatsächlich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Wir haben zwei Landtagswahlen in Hamburg und in Bremen, wo wir uns zwar einsetzen sollten, aber sicherlich nicht in einem so großen Umfang dort tätig werden müssen, wie wir das machen würden, wenn wir selber vor einem Landtagswahlkampf stünden. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt tatsächlich auf der 15.1 eine Struktur festlegen, können wir die gleichzeitig auch schon für die Darstellung des Kommunalwahlkampfprogramms 2016 verwenden, sodass der potenzielle Wähler eine Möglichkeit hätte, dann eine tatsächliche Stringenz innerhalb der Programmgestaltung festzustellen. Deshalb ist es meiner Meinung nach relativ wichtig, dass wir uns heute schon darüber Gedanken machen, wie das Ganze später aussehen soll. Und jetzt habe ich einen trockenen Mund, jetzt seid ihr dran mit Fragen, würde ich vorschlagen. Das ist eine gute Idee. Meinhard, ja.
Ja, ich würde gerne nicht eine Frage stellen, sondern vorschlagen, ganz anders vorzugehen. Das weißt du, das habe ich im Vorfeld ja auch schon gesagt, insofern wird das keine Überraschung sein. Ich glaube, wir machen einen Riesenfehler, wenn wir so vorgehen, wie du das vorschlägst. Denn ich glaube, wir müssen einfach Neustart haben und wir sollten das Ding als Positionspapiere gerne behalten. Das waren mal Positionen oder sind Positionen, die wir haben. Aber was Programm angeht, sollten wir einfach alles nochmal von vorne anfangen und zwar wesentlich grundsätzlicher. Ich möchte mal behaupten, nichts, was in unserem Programm steht, Wahlprogramm vor allem, finde ich nicht in der einen oder anderen Form auch in irgendeinem anderen Programm einer anderen Partei. Und dieses sich öffnen für alle, was reinzuschreiben, hat einfach dazu geführt, dass wir unser Profil verloren haben. Und ich glaube, wir können unser Profil nur wiedergewinnen, wenn wir ganz grundsätzliche Dinge in unserem Programm klären. Also wir haben das ja gestern Abend auch schon mal vorgeplänkelt, dass ich gesagt habe, zum Beispiel, wie ist unsere Position zum Staat? Was für Aufgaben soll die Gemeinschaft übernehmen? Was sind Aufgaben, die wir dezentral lösen wollen? Was sind Aufgaben, die wir überregional lösen wollen? Solche visionären Ideen erwarten Leute von der Piratenpartei und nicht ein Neuaufguss aus Grün, Links, SPD, ein paar CDU, ein paar FDP. Position. Ich glaube, wir sollten Neustart drücken. Wir haben mal so plakatiert, Politik soll neu anfangen. Lasst uns das doch selber auch mal machen, was wir so allgemein für die Gesellschaft fordern. Wir haben genug Zeit, da gebe ich dir recht. Wir müssen das auch nicht alles in den Papierkorb tun. Da sind wichtige und gute Positionen drin. Aber wir sollten das nicht als Programm verkaufen, sondern wir sollten ein Programm richtig neu machen und ganz anders als andere Parteien und viel, viel grundsätzlicher und viel, viel visionärer, denn das erwarten die Leute klar machen. Zum Ändern hat unser erster Vorsitzender gesagt, dem stimme ich zu, aber das, was wir da machen, das ändert nichts. Das ist systemtreu und systemerhalten und wir wollten mal einen Systemneustart und das sollten wir einfach mit unserem Programm auch versuchen. Danke. Gut, wir haben einen einarmigen GO-Antrag. Ich stelle hiermit einen GO-Antrag auf Unterbrechung der Sitzung bis um 10.15 Uhr. Wir sind hier 25 Hanseln und möchten über etwas Essentielles beschließen. Ich bin dagegen. Gut, dann stimmen wir über diesen GO-Antrag ab. Wer ist... Nicht ein GO-Antrag innerhalb eines GO-Antrags. Das lassen Sie erst diese eine Geschichte abfrühstücken und dann kannst du noch mal ran. Wie spät ist das? Gut. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, sind wir pragmatisch, sag doch mal gerade, was du sagen möchtest, wahrscheinlich 10.30 Uhr oder so. Mach mal auf. Nein, ich möchte keine Unterbrechung machen. Ich möchte jetzt gerne den ganzen Satzungsfu zuerst behandeln, bevor wir dann zu den wirklich essentiellen Sachen kommen. Weil ich sehe jetzt nicht den Satzungsfu so wichtig, als dass dafür wirklich jeder da sein müsste, im Gegensatz zu diesen programmatischen Anstellungen. Das heißt, ich würde die Satzungsanträge jetzt vorziehen, anstatt eine Unterbrechung vorzuziehen. Gut, das war jetzt nicht wirklich, also es war schon mehr oder weniger Alternative, aber wir müssen jetzt trotzdem der Reihenfolge nachgehen. Das heißt, wir stimmen jetzt zunächst einmal über den GO-Antrag von Mike ab, auf Unterbrechung der Sitzung bis 10 Uhr. Was war das, 10.15 Uhr? Ja. Bis 10.15 Uhr. Wer dafür ist, die Sitzung zu unterbrechen bis 10.15 Uhr, der möge bitte die Karte heben. Gegenprobe, wer ist dagegen? Gut. Damit erübrigt sich erst einmal der zweite GO-Antrag, weil wir haben jetzt eine Unterbrechung bis 10.15 Uhr. Danke euch. Thank you.
wollten auch nicht drauf rumreiten. Nein, ich sag euch nur zu warten, lieber unterbrechen, als nochmal in diesen Beschluss mit. Sobald einer auf die Idee kommt, da mal das Ding durchzulesen, ja, aber das Ding wird dicht. Ja, aber es wollte ja auch. Ich weiß, du hast da nichts zu kommentieren, deswegen wollen wir das machen. Lieber, mir ist es lieber Unterbrechung als Beschlussfähigkeit, weil wir haben volles Problem. Wenn du die Beschlussfähigkeit dann hast, wir tun das Ganze ein und sagen, wir haben mal eine Pause, das ist beschlussfähig, dann kommen nachher ein paar Leute und dann fangen wir erst wieder an. Ob die Abstimmung, die wir am Leben zeigen, nach dem Thema an, inklusive Passivkultur. Wo hast du denn gefahren? Ja. 10.15 Uhr, schön, ja. Weil ich finde die schlecht, die ist in der Bundesanzeige. Deswegen habe ich die ja voll gefahren. Ja, ja. Also, dann hätten wir im Zweifelsfall auch mal ein Problem. Ja, Satzung ist das nicht. Ja, das ist Satzung.
So. Ah. Bevor wir weiter fortfahren, möchte der Stefan... GO-Antrag. Ja? Steht zwar nicht in der GO, aber ich bin für einen Riesenflausch und Dank an unsere tolle Technik, die immer für uns da ist, weil wir haben heute gemerkt, ohne die wären wir gar nichts. Also tausend Dank euch allen, die sich wirklich den Arsch für uns immer aufreißen. Da kann ich mich fast uneingeschränkt anschließen, obwohl ich jetzt froh bin, wieder ein Mikro zu haben. Einen kleinen Einschub haben wir, und zwar unser Bundesschatzmeister, der Stefan Bartels, würde ganz gerne das Wort an euch richten, 5 Minuten. Und ich würde euch bitten, ihm zuzuhören. Wenn wir noch ein bisschen Licht haben hier oben auf der Bühne, wäre das ganz super. 2 Minuten für Licht? Brauchst du ein Feuerzeug? Okay, das mit dem Flausch an die Technik, können wir da nochmal drüber reden, oder? Okay. Du kannst ja schon mal hochkommen, Stefan. Und worauf warten wir? Du kannst schon reden, ohne Licht. Das ist dunkel. Ja. Bist du dunkel. Wie Schatzmeister so gewöhnlich hantiert? Also aus dem Hintergrund. Aus dem Off. Ja, dann begrüße ich doch erstmal euch hier in Niedersachsen auf eurer Landesmitgliederversammlung. Ich bin immer wieder gerne in Niedersachsen, nicht nur, weil ich hier geboren worden bin in Lüneburg, habe auch gerne 2012 für euch alles durchgebucht gehabt. Mache ich gerne als Buchhalter. Aber ich muss jetzt auch als Schatzmeister, als Bundesschatzmeister reden, weil die Partei hat eigentlich kein Geld. Wir zehren dieses Jahr von unseren guten Einnahmen aus 2012. Die Einnahmen 2013 sind zurückgegangen. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr auch weniger Parteienfinanzierung haben. Und in 2014 sind unsere Einnahmen, was man jetzt so überblicken kann, dramatisch eingebrochen. Das wird sich für uns 2016 zeigen. Wir werden höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr gerade genug Geld haben, um unsere Fixkosten tragen zu können. Das heißt, die Personalkosten, unsere IT und einen Bundesparteitag müssen wir auch noch ausrichten. Für viel mehr wird Geld nicht da sein. In 2016 werden wir, wenn es sich weiter so entwickelt wie bisher, nicht mal mehr dafür Geld haben. Nicht genug. Und insofern, ja, im Bundesvorstand überlegen wir auch, wie können wir dem entgegenwirken. Einen wichtigen Punkt, den wir sehen, ist natürlich das Fundraising. Wir werden auch einen professionellen Fundraiser ausschreiben, um versuchen, auf diese Schiene noch weiter Geld zu generieren. Es steht auch immer wieder die Frage, sollen wir die Mitgliedsbeiträge erhöhen oder nicht? Ich weiß nicht, ob das wirklich dann zum Ziel führt, weil dann springen uns wahrscheinlich einige ab, die dann an erhöhten nicht zahlen können oder wollen, wie auch immer. Und wir haben dann nur einige wenige, die eine höhere Last tragen müssen. Und insofern bin ich eigentlich nicht unbedingt der Freund, sie dramatisch zu erhöhen. Sie können durchaus erhöht werden in meinen Augen, aber das müssen wir sehen. Und das muss auch, wenn ein Bundesparteitag entscheiden, das entscheidet kein Vorstand, da würde höchstens ein Satzungsänderungsantrag kommen. Verdammt, jetzt bin ich nicht mehr im Off, jetzt seht ihr mich auch noch. Ja, das ist eigentlich so der Punkt, so ein bisschen der dramatische Punkt zu unserer finanziellen Lage, die ich euch verdeutlichen möchte. Und dass wir einfach auch alle irgendwo zusehen müssen, dass wir im nächsten Jahr irgendwie, auf welcher Art und Weise auch immer, mehr Gelder zu generieren. Und da bin ich dann auch immer gerne für Vorschläge offen, weil wir können uns das auch nicht alles irgendwie ja, aus den Rippen ziehen. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke, Stefan. Gut, dann, wie wir vorhin beschlossen haben, beginnen wir jetzt mit den Satzungsänderungsanträgen, und zwar Top 10.1, Satzungsänderungsantrag 10, die Präambeländerung. Als Antragsteller Thomas, ja, Thomas kommt schon.
Ja, so sieht man sich wieder. Ich habe zuallererst eine Frage an euch. Wer war alles in Norden bei der letzten LMV? Ja, nee, das ist nur eine Frage. Gut, das ist gemischt. Wir wissen alle, unter welchen äußeren Voraussetzungen die LMV 14.1 stattgefunden hat. Das waren insbesondere die Aktionen, die so manche der mittlerweile ausgeschiedenen oder sich einem gewissen Lager zuordnenden Piraten in der Öffentlichkeit gemacht haben, die uns haben darüber nachdenken lassen, inwieweit unser Begriff der Definition von Gewalt tatsächlich durch die Präambel gedeckt ist. Und dabei ist dann bei der Gelegenheit auch noch anderes aufgefallen, wo unsere Präambel möglicherweise etwas unschön ist. Im Einzelfall oder im Besonderen geht es darum, dass wir da drin stehen haben, also es geht darum, dass wir unsere Präambel dahingehend abdecken oder abändern, dass die Tatsache, die bislang einen bundesweiten und nationalen Bezug hatte, dieser insofern eliminiert und auf das Land Niedersachsen angepasst wird, dass sich die Partei nicht mehr formiert, so wie es dort in der Präambel steht, sondern seit längerem existiert. Und der wichtigste Aspekt ist, dass die Absage an jegliche Form von aktiver Gewalt im Rahmen der politischen Auseinandersetzung damit festgelegt wird. Also es geht dabei halt insbesondere um die Ereignisse, um das sogenannte Flaggengate von Bochum, die dann unsere bis dahin vorbehaltlose Unterstützung beispielsweise antifaschistischer Organisationen leicht dazu genutzt werden konnte, dass deren Ziele und Vorgehensweisen als Ziele und Vorgehensweisen der Piratenpartei interpretiert werden konnten. Und dabei ist nicht zu leugnen, dass ja unter der Antifa-Flagge durchaus auch, wenn auch nur zu einem kleinen Anteil, gewaltverschiedenste Ausprägung, vorzugsweise gegen staatliche Stellen, geschieht. Wir haben dafür eine Pirantifa-Unvereinbarkeitserklärung. Die haltende ich hier jedoch nicht für ausreichend, da sie Gewalt nur gegenüber verschiedenen Diskriminierungsformen, nicht aber allgemein ablehnt. Zudem ist eine ausschließliche Ablehnung sogenannter rechter Gewalt nicht ausreichend. Denn niemand weiß, welche Ausprägung anderer politischer Grundströmungen in der Zukunft zum Tagesgeschäft gehören. Also war es in den 70er Jahren war es beispielsweise die Gewalt der ARF, in der jüngeren deutschen Geschichte ist es die Gewalt der NSU. Also Gewalt kann immer von allen möglichen Seiten ausgehen. Ich führe dann weiterhin einen Freiheitsbegriff in die neue Präambel ein, um die Grenzen der individuellen Freiheiten in dieser Auseinandersetzung aufzuzeigen, die dem Vernehmen nach beim BPT 14.1 mehrmals in der Androhung von Gewalt mündete. Wir haben dann auch noch ein Positionspapier zum Thema Rechtsextremismus und das ist meiner Meinung nach ebenfalls nicht ausreichend, da sich dort die gleichen Probleme auftun wie auch bei der Pirantifa-Erklärung, dass es eben halt nur etwas ist, was sich gegen rechte Gewalt ausspricht. Es gab zum damaligen Zeitpunkt zwei Gegenanträge, die allerdings in diesen Punkten auch nicht wirklich eine Lösung herbeigeführt haben. Also die ausschließliche Ablehnung sogenannter rechter Gewalt halte ich nicht für ausreichend. Ach so, ja, das hatten wir jetzt schon. Das steht da tatsächlich doppelt drin, verdammt. Ja. Das wäre es erstmal zur Vorstellung des Antrags.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann eröffnen wir die Frage- und Meinungsrunde. Ja, Thomas, ich weiß ja nicht, welche Präambel du dir im Vorfeld durchgelesen hast. Ich habe mir jetzt gerade mal die von den Piraten Niedersachsen angeguckt und lese dort zwei Dinge. Zum Ersten schreiben wir in unserer jetzigen Präambel, die Piratenpartei formiert sich zur politischen Willensbildung des deutschen Volkes und im Widerstand zu gesellschaftlichen Prozessen und politischen Strömungen, die einer rechtsstaatlichen, freiheitlichen und demokratischen Grundordnung entgegenstehen. Ich lese nichts davon, dass das jetzt nur für Rechte, nur für Linke oder nur für Grüne oder nur für orangefarbene Gestreifte gelten soll. Also insofern kann ich dieser Kritik deinerseits an unserer jetzigen Präambel nicht nachvollziehen. Und das Ganze schließt übrigens mit: totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab. Auch dieses deckt alles ab, was ich mir so vorstellen kann. Außerdem hat unsere jetzige Präambel einen unschlagbaren Vorteil. Ich kann sie mir komplett durchlesen, selbst auf dem Display meines alten 4-Zoll-Smartphones. Und insofern finde ich, eine Präambel muss vor allem kurz, prägnant und allgemeingültig sein. Und das ist unsere jetzige Präambel. Und ich sehe keinen Grund, sie in irgendeiner Weise ändern zu müssen, die du hier anführst. Gar nicht. Mhm. Danke. Antwort? Okay. Ähnlich wie Dirk, nur die Symbolik, die dazugehört, wir alle kennen den Hergang oder warum wir das geschrieben haben, das sollte man aufnehmen, aber so wie es dasteht, ist es einfach zu viel, zu geschwurbelt und daher habe ich ein Problem, das so zu ändern, wie es dasteht. Hallo, meine Ergänzung ist ähnlich. Ich würde höchstens Symbole reinbringen. Es kann ja nicht sein, dass hier Leute rumlaufen mit Hells Angels, T-Shirts, Easy-Flaggen und dergleichen, weil die Symbolik natürlich nach außen transportiert wird. Den Rest sehe ich wie die Vorredner. Ja, also ich möchte mich natürlich Dirks Bemerkungen anschließen. Ich habe immer schon ein bisschen kompliziert gefunden, dass wir in der Satzung eine Präambel haben und im Programm eine Präambel haben, die nicht wortgleich sind. Aber sie sind inhaltlich gleich. Und ich stimme dem zu, dass die allgemein kurz und bündig sein muss und das sagen muss. Und hier steht, die Piratenpartei Deutschland, Landesverband Niedersachsen, tritt dafür ein, dass es geringstmögliche Herrschaft durch Menschen über Menschen ausgeübt wird und die Entwicklung jedes Einzelnen als Bedingung der Entwicklung anderer ermöglicht wird. Jede Herrschaft ist eine gesellschaftliche Delegation, die jederzeit aufgehoben oder zurückgezogen werden kann. Alle individuellen Menschen sind vor dem Gesetz gleich und es darf keine unterschiedliche Behandlung geben aufgrund von Zugehörigkeit, Überzeugung, wirtschaftlicher oder sozialer Grundlage. Die Gesellschaft hat dafür einzutreten, dass alle Menschen eine Lebensgrundlage haben, die ihnen eine faire, persönliche, körperliche, politische und kulturelle Entwicklung ermöglicht. Weder derzeit noch zukünftig darf das Risiko bestehen, dass diese Lebensgrundlagen für die Menschen dieser und anderer Gesellschaften gefährdet werden. Ich finde, das sagt alles, was es braucht, um sozusagen einen Rahmen oder einen Kopf zu bilden für ein Programm. Und wenn das ergänzt wird durch das, was Dirk vorgelesen hat, dann haben wir alles ausgesagt, um uns zu kennzeichnen als politische Kraft. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum wir das ändern sollten. Und wir sollten mit Änderungen der Präambel sehr, sehr zurückhaltend sein, weil das in die Lebensnerv der Partei eingreift. Ja, ich wollte noch anmerken, dass, glaube ich, manchmal bei uns ein bisschen die Gelassenheit fehlt. Wir müssen uns nicht prinzipiell im Voraus gegen irgendeiner zukünftig theoretisch auftretenden Vereinigung, die irgendwann in ferner Zukunft oder in irgendeinem Paralleluniversum auftritt, abgrenzen. Ja, wenn es dann wirklich so dringend ist, kriegen wir noch irgendwann mal einen Parteitag zusammen, sodass wir das machen könnten, aber wir müssen es nicht im Voraus machen für irgendeine hypothetische Zukunft, die du eingebracht hattest. Dann noch ein Schlusswort. Oh, das wird ein langes.
Also die von Dirk vorgelesene Einleitung, die hat, glaube ich, ziemlich gut aufgezeigt, warum zumindest in diesem Teil eine Notwendigkeit besteht, da eine Anpassung zu finden. Denn wenn wir von nationalen Bezügen sprechen, die in der niedersächsischen Präambel drin stehen, dass wir also uns anmaßen wollen, aus Niedersachsen heraus die politische Willensbildung in ganz Deutschland zu beeinflussen, dann finde ich das schon relativ problematisch. Was dann von Meinhard mit dazu kam, natürlich ließe sich jetzt wieder wunderbar das eine, was wir als Grundsatz, als Präambel, Wahlprogramm, wo war das? Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir vermengen, ist jetzt ein dummes Wort, aber wir fügen das, was du vorgelesen hast, mit dem, was wir jetzt in der Präambel des Grundsatzprogramms haben, zusammen. Dann wird daraus ein ellenlanger Text, der nun beim besten Willen nichts mehr mit der Kürze zu tun hat, die Dirk zu Recht eingefordert hat. Ich halte es auch für sinnvoll, dass wir entgegen der Einwendungen von Florian nicht darauf warten, wie das Kaninchen vor der Schlange, dass mal wieder eine Situation eintritt, auf die wir reagieren müssen, sondern dass wir im Vorfeld eher darauf vorbereitet sind, dann auch tatsächlich agieren zu können. Das ist quasi mein Abschlusswort. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Satzungsänderungsantrag. Ich möchte euch bitten, eure Stimmkarten zu heben, wenn ihr dafür seid, diesen Antrag anzunehmen. Jetzt? Dann möchte ich euch bitten, gerade runter, danke, wenn die Karten jetzt zu heben, wenn ihr dagegen seid, diesen Antrag anzunehmen. Ich teile dem Antragsteller mit, das ist die überwiegende Mehrheit. Antrag ist nicht angenommen, danke okay. Mich beim Thomas. Danke. Du möchtest eine Bemerkung machen. Der Antrag ist jetzt schon durch, aber... Einen Vorschlag. Alle, die sich hier zu diesem Programmpunkt geäußert haben oder beziehungsweise zu diesem Satzungsänderungsantrag geäußert haben, könnten sich in der nächsten Woche im Mumble einen Abend einfinden und wir könnten einen Text machen, den wir dann im BEO zur Abstimmung stellen. Gut. Dann fahren wir fort mit dem Satzungsänderungsantrag 04, Streichung § 2 Absatz 3, erster Satz. Der Achim ist der Antragsteller. Er möge ihn bitte hier vorne vorstellen. Den hast du zurückgezogen? Aber schon im Vorfeld der Veranstaltung, aber vielleicht möchte ihn ja irgendjemand übernehmen. Er ist auf der Tagesordnung, möchtest du ihn jetzt zurückziehen? Was wolltest du sagen? Lass mich immer die Versammlung leiten, das wäre lieb. Okay, ist egal, er steht auf der Tagesordnung, ziehst du ihn jetzt zurück? Er ist zurück. Okay, wer möchte den Antrag übernehmen? Das ist eine Meldung, dann kommt bitte nach vorne, stell ihn vor. Du möchtest ihn doch nicht übernehmen. 4 und 5 sind alternativ. Weil sie absolut das Gleiche betreffen, steht hier auch im Antragsbuch. Ah, okay. 3. Ja, aber jetzt haben wir es eh, weil der... Gut, dann fahren wir fort mit dem Satzungsänderungsantrag 05. Da ist er. Achim, leg los. Der Satzungsänderungsantrag 05 ist im Grundsatz nahezu identisch.
Der Satzungsänderungsantrag 5 ist im Grunde genommen identisch mit dem Satzungsänderungsantrag 4, den ich gerade eben zurückgezogen habe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich dieser Satzungsänderungsantrag ausschließlich auf die Mitglieder des Landesverbandes Niedersachsen bezieht. Inhaltlich sollte jeder gesehen haben, die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland und bei einer anderen mit ihr im Wettbewerb stehenden Partei oder Wählergruppe ist für Mitglieder des Landesverbandes Niedersachsen ausgeschlossen. Das heißt also, dass wir letztendlich die Doppelmitgliedschaft, die bisher existent war, für Mitglieder zurücknehmen. Hintergrund sind Ereignisse der jüngeren Vergangenheit gewesen, wo von einzelnen Mitgliedern, die eine Doppelmitgliedschaft haben, sehr negativ berichtet wurde und das letztendlich auf die gesamte Partei zurückschlug. Gut, dann öffne ich die Frage- und Meinungsrunde. Ja, lieber Achim, so ich deine Arbeit ansonsten wirklich sehr schätze, aber dem kann ich beim besten Willen nicht folgen. Auch wenn ich tatsächlich nur beim Piratenmitglied bin und das für mich auch überhaupt gar keine Diskussion ist, irgendwann einer anderen Partei Mitglied zu werden, finde ich schon, dass wir ein bisschen unsere Identität aufgeben, wenn wir hier jetzt wieder so einen Punkt streichen, nur weil das zu Tollereien geführt hat. Ich meine, das wird ja immer passieren, dass Leute mit viel Trara zur Partei gehen oder was weiß ich. Es gibt ja auch gar nicht ganz so viele Parteien, wo das jetzt schon satzungsgemäß möglich ist, weil wir uns von vielen Parteien ja schon per Satzung auch unterscheiden. Also ich würde dafür werben, dass wir unsere Pluralität beibehalten und das so lassen, wie es ist. Danke. Also ich finde das gut. Trotzdem wird die Bundessatzung auch, auch Mitglieder des Landesverbandes Niedersachsen sind Mitglieder im Bund und die Bundessatzung schlägt die Landessatzung. Dementsprechend ist das nichts weiter als ein Signal. Es hat keinerlei praktische Auswirkungen. Wenn man dieses Signal setzen will, dann kann man dieses Signal setzen. Es hat allerdings keine Auswirkungen. Darauf wollte ich nur hinweisen. Ich möchte dazu sagen, dass das bei Mitgliedschaften in sehr fragwürdigen Parteien wie zum Beispiel AfD oder gar NPD oder sowas für uns folgende Auswirkungen hätte, nämlich wir haben in der Bundessatzung stehen, dass man nur Mitglied sein kann oder werden kann, wenn man nicht den Grundsätzen der Piratenpartei entgegensteht, und Mitgliedschaft in einer solchen Partei würde dem, nehme ich mal an, entgegenstehen. Ansonsten ist es an relevanten Stellen durchs Parteiengesetz geregelt. Das heißt, bei Doppelmitgliedschaften ist es eher unwahrscheinlich, dass die Leute dann Ämter oder Mandate großartig erreichen oder dürfen. Das Ding macht großartig nichts. Und wenn man Angst hat, zum Beispiel vor der Partei Die Partei, das ist eine Satiregruppe, die überraschende Erfolge erreicht hat, ja. Aber man sollte sie nicht in der Form ernst nehmen, als dass sie uns entgegensteht. Die arbeiten einfach nur sehr merkwürdig anders. Mitgliedsrecht ist meines Erachtens Bundesrecht. Das heißt, es ist etwas, was auf Bundesebene geregelt wird. Hier jetzt als Landesverband irgendwelche Privatbrötchen zu backen, würde meines Erachtens der Integrität der Piratenpartei insgesamt entgegenstehen. Zumal diese gleichzeitige Mitgliedschaft in anderen Parteien tatsächlich damals ein Alleinstellungsmerkmal war und auch heute noch etwas ist, was die Piratenpartei ganz klar auszeichnet. Darauf sollten wir nicht ohne Not verzichten, und eine Not kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Ich finde die jetzige Regelung gut und richtig und lehne diese Änderung entschieden ab. Ich bin ebenfalls dagegen, aus einem ganz einfachen Grund. Die Menschen, die das nutzen, um Schaden zuzufügen, sind bekannt. Die würden andere Wege finden, Schaden zuzufügen. Und wenn wir uns von so ein paar Idioten einen sehr wichtigen Passus kaputt machen lassen würden, hätten sie gewonnen. Und das möchte ich nicht. Ein Geo-Antrag? Schließung der Rednerliste. Ich denke, die Stimmung in der Halle hier ist relativ klar. Und ich denke, wir können das relativ kurz halten.
Gut, dann möchte ich es gerade durchführen. Bitte hebt die Stimmkarten, wenn ihr dafür seid, die Rednerliste zu schließen. Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer möchte weiter diskutieren? Gut, also die vier, die jetzt noch hier vorne stehen. Claudia ist dann die Letzte. Danke. Ich bin ebenfalls dagegen, aus ähnlichen Gründen wie der Dirk. Es ist ein tolles Alleinstellungsmerkmal, vor allen Dingen, weil wir unterscheiden müssen, bin ich ein Anhänger der Piratenpartei, beziehungsweise einiger ihrer Standpunkte, dann ist es in Ordnung. Da können sich die Wähler, die Unterstützer den Button Piratenpartei anhängen. Die können auch sagen, mir gefällt das bei den Grünen besser. Das ist die neue Art des Betriebssystems, die wir wollten. Jeder kann sich seine Politik zusammenstellen. Eigentlich sollte aber gegen die Mitglieder und Mandatsträger innerhalb der Piratenpartei zielen. Und dagegen hilft er nicht. Wir wissen, es gibt einige Mitglieder, die haben sogar gegen das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz verstoßen, indem sie sich aufgestellt haben, obwohl sie Mitglied in mehreren Parteien waren. Die haben sich auch von so einer Klausel nicht abhalten lassen, sie haben sich von der Gesetzgebung nicht abhalten lassen. Insofern wird uns diese Änderung auch nichts bringen, da müsste man halt einen anderen Weg finden. Und für diejenigen, die zum Beispiel alle anwesend sind, wir sind Multiplikatoren, wir müssen das Gefühl, die Piraten sind geil, nach draußen tragen. Und ich kann meine Aufmerksamkeit nur einer Partei widmen, dann sollten wir das bei uns anfangen und sagen, hey, ich bin nur Pirat. Das geht teilweise in eine ähnliche Richtung wie die Aussage von Ralf. Von daher würde ich dich bitten, den Antrag dahingehend umzuformulieren, dass Wort Mitglieder durch Mandats- und Funktionsträger in Niedersachsen zu ersetzen. Es ist auch nicht so, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, dann wäre es nämlich wertlos. Selbst die neuen Liberalen sind mittlerweile auf die Idee gekommen, auf diese Art, nämlich genau Piraten bei sich eintreten zu lassen und damit in direkter Konkurrenz zu uns etwas zu etablieren, was im Prinzip nicht dazu führen kann, dass unsere Position auf dem Wählermarkt gestärkt ist. Also mit dieser Änderung würde ich diesem Antrag sehr gerne zustimmen. Das Argument ist das gleiche, was Thomas hatte, nur ich sehe das Problem, wenn ich ein Mitglied habe, dann kann ich ihm nicht unter bestimmten Umständen das Kandidieren für einen Listenplatz bei einer Wahl untersagen, sondern ich muss alle Mitglieder gleich bewerten. Es gibt also nicht Mitglieder erster und zweiter Klasse, nur weil sie in einer anderen Partei noch Mitglied sind. Ich unterstütze diesen Antrag, würde allerdings dafür plädieren, dass man noch den Satz eine Mitarbeit von Menschen, die in anderen Parteien Mitglied sind, in der Piratenpartei ist erwünscht oder gewollt. Denn das möchte ich nicht ausschließen. Ich möchte sie mitarbeiten lassen, wenn sie aber nach oder später die Partei auch nach außen vertreten, dann muss klar sein, dass sie die Piratenpartei und nicht nur noch und nicht irgendeine andere Partei zusätzlich vertreten. Also sobald jemand ein Mandat anstrebt, also sich für ein kommunales Mandat bewirbt, darf er nicht mehr Mitglied in einer anderen Partei sein. Dieses sieht ja das Gesetz vor. Was ich vielleicht alternativ vorschlagen würde, sich Gedanken darüber zu machen, ob wir die Ämterkumulation dahingehend ausweiten, dass wir sagen, wenn wir hier Ämter vergeben, dass die Menschen, die ein Mandat in einer anderen Partei haben, ein Amt in einer anderen Partei haben, dies bei uns nicht haben dürfen und umgekehrt. Das heißt, dass wir ein Amt, ich sage jetzt mal als erster Vorsitzender der Piratenpartei Niedersachsen, nur haben dürfen, wenn wir nicht schon erster Vorsitzender in der Partei sind. Weil genau diese Dinge haben, glaube ich, zu den Problemen geführt, dass also nicht nur die Menschen in verschiedenen Parteien Mitglied sind, was ich in Ordnung finde, sondern wenn sie Ämter in verschiedenen Parteien ausüben. Denn ich denke, dass man eine Partei nach außen nur vertreten kann, wenn man zu dieser Partei alleine steht. Gut, danke. Dann das Schlusswort. Ja, danke schön. Nur ganz kurz, das Alleinstellungsmerkmal ist schon gesagt worden, ist es natürlich nicht. Und bereits vor den Piraten gab es eine andere Partei, die hieß irgendwie was mit Partei, die das auch zugelassen hat. Unabhängig davon, dass es die Mandatsträger bzw.
Mandatsträgerbewerber laut Gesetzeslage schon nur Mitglied in einer Partei sein dürfen, habe ich eigentlich als allgemein bekannt vorausgesetzt. Problemfelder haben sich in diesem Hinsicht ergeben durch Mandatsträger, die während ihrer Mandatsträgerschaft zusätzlich in eine weitere Partei eingetreten sind. Ich kann sowohl mit einer Zustimmung als auch einer Ablehnung leben. Ich wollte lediglich, und darum ging es mir vorrangig, ein Problembewusstsein nochmal dafür schaffen, dass wir da ein Problem haben, und hoffe, dass wir vielleicht die Anregungen, die wir heute gehört haben, auf der nächsten LMV durch eine entsprechende Arbeitsgruppe in einen ausformulierten und konsensfähigen Satzungsänderungsantrag einfließen lassen können. Das impliziert, dass ich hiermit diesen Antrag zurückziehe. Gut. Hauptsache mal wieder. Möchte diesen Antrag jemand übernehmen? Lach nicht, ist eine berechtigte Frage. Aber ich sehe jetzt nicht, dass da wildwedelnde Menschen hier in der Halle rumrennen, deswegen bedanke ich mich und wir kommen zum nächsten Satzungsänderungsantrag. Das ist der 03, Streichung, Paragraph 3, Satz 3. Thomas Ganzko. Er kommt. Nachher stelle ich mir dann einen Stuhl auf die Bühne. Wir haben analog auch wieder zur Bundessatzung in die Landessatzung übernommen, die Ablehnung eines Aufnahmeantrags muss dem Bewerber gegenüber schriftlich begründet werden, der Bewerberin gegendert. Das könnte zu Problemen führen. Wir machen uns angreifbar, wenn wir begründen müssen, warum jemand wohl nicht zu uns passt. Es ist schön, dass das Ganze halt ein transparenter Prozess sein soll, aber er ist kontraproduktiv. Und da müssen wir uns überlegen, wollen wir das tatsächlich, zumal ja das Parteiengesetz sagt, dass es gar nicht notwendig ist, eine derartige Vorgehensweise zu führen. Mein Wunsch ist es also, dass wir diesen Satz aus unserer Satzung streichen und parallel dazu, wenn das geschehen ist, würde ich heute noch einen BO-Antrag stellen, das auch in die Bundessatzung, in der Bundessatzung zu machen. Ich finde das immer wieder interessant, wenn wir Satzungsdinger mit Nichtmitgliedern machen. Solange wir uns innerparteilich bewegen, ist die rechtliche Instanz das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht kann immer nur von Mitgliedern angerufen werden. Was wir mit Nichtmitgliedern machen, die haben keinen Rechtsanspruch, aufgenommen zu werden. Und egal, was in der Satzung steht, die können es nicht mal einklagen, weil sie gar nicht klageberechtigt sind vom Schiedsgericht. Insofern ist es so oder so komplett irrelevant, was da steht. Das heißt, wir brauchen es nicht. Und wie du schon richtig angemerkt hast, müssten wir es nicht begründen. Wir sind frei, Bewerber abzulehnen. Und sollte jemand klagen, weil wir dem Bewerber gesagt haben, hier, nee, wir wollen dich nicht, weil du uns 5 cm zu klein bist, dann wird er nicht gewinnen, weil wir haben das Recht, ihn abzulehnen, ohne Begründung, mit Begründung, aber egal wie die Begründung lautet, wir dürfen ihn ablehnen. Ja, die Begründung, die du da schreibst, dass es widersprüchlich wäre zum Gesetz, ist so nicht korrekt. Da steht, wir brauchen es nicht zu begründen, wir können es aber trotzdem tun. Dass wir es tun, ist hauptsächlich eine Sache der Höflichkeit und Ehrlichkeit und es führt auch dazu, dass man sich als jemand, der, wenn jemand vorhat, Mitglieder loszuwerden, sich da auch ein bisschen mehr Gedanken macht, wie er das begründet. Wie er es begründet. Was man vielleicht machen könnte, ist Schriftform durch Textform ersetzen, aber ansonsten sehe ich keinen Bedarf, das rauszustreichen. Wunderbar. Dann noch das Schlusswort. Achso. Entschuldigung.
Ja, kurze Anmerkung dazu. Also wie ja schon gesagt wurde, steht im Parteiengesetz, dass die Ableitung eines Aufnahmeantrags nicht begründet werden muss. Auf der anderen Seite geht man, das nur rein informell, die Gefahr ein, wenn man einen Aufnahmeantrag ablehnt und dies begründet, dass dies dem Demokratieprinzip widerstrebt und dass dann dementsprechend durchaus eine juristische Handhabe auch abseits der Partei entsteht. Danke. Gut. Und jetzt kommen wir zu Formalfu, denn ich möchte diesen Antrag abändern. Ich möchte nicht, dass dieser Satz nun ersatzlos gestrichen wird, sondern ich möchte das Muss durch ein Soll ersetzen. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags soll der dem Bewerberin gegenüber schriftlich begründet werden. Denn damit hätten wir nicht mehr die Verpflichtung, hätten allerdings dann auch, wo es nun wirklich keine Probleme gibt, wirklich die Möglichkeit, oder da, wo sich Probleme andeuten, die Möglichkeit zu sagen, da enthalten wir uns besser einer Stellungnahme dazu. Thomas, wir können da jetzt gerne drüber reden, wie wir das abändern wollen, könnten, sollten, müssten, schön finden würden, aber wir werden das hier nicht tun. Weil? Weil wir eine Frist haben, die wir vor dem Parteitag gesetzt haben. Ich korrigiere dich. Nein. Ungern. Thomas, bitte, lass mich ausreden. Wir haben eine Frist gesetzt. Diese Frist hat den Sinn, dass alle Satzungsänderungsanträge jedem Mitglied, bevor die Veranstaltung beginnt, bekannt sind. Anhand dieser Information kann das Mitglied entscheiden, ob es ihm wichtig genug ist, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Da bewegen wir uns dann ja tatsächlich im Parteienrecht beziehungsweise analog im Vereinsrecht. Und das muss den Mitgliedern vorfeld bekannt sein, wenn man so eine Regelung drin hat. Wir können hier nicht einfach Satzungsänderungsanträge nochmal ändern. Das funktioniert nicht, weil dann könnte jetzt jemand hergehen und sagen, hätte ich das gewusst, dass es geändert wird, dann wäre ich ja gekommen. Wir dürfen. Also ja. Eine Frage? Thomas, wir haben uns ja die Möglichkeit gegeben, Anträge noch zu ändern. Nach meinem Verständnis dient es dazu, Unklarheiten zu beseitigen in einem Antrag durch schärfere Formulierung. Deine vorgeschlagene Änderung ist aus meiner Sicht aber ein völlig anderer Antrag. Wenn dort ein Soll steht, dann heißt das, dass entweder begründet werden muss, also dann heißt das, ein Soll ist ein Muss, wenn dem nichts Zwingendes entgegensteht. Das heißt, ich muss entweder begründen, warum ich ihn ablehne, oder begründen, warum ich keine Begründung schreibe. Ist das hier auch für Kleine? Ja, genau. Thomas, ich möchte dich ermuntern, bei diesem Antrag zu bleiben, und zwar auch mit dem, also diesen Satz zu streichen. Es ist uns dann ja, wie du schon Anfang gesagt hast, wir machen uns dadurch angreifbar. Und wenn wir das einfach ersatzlos streichen, haben wir immer noch, ist es ja uns freigestellt, eine Begründung zu schreiben oder nicht. Ja.
Also Benjamin, ein Soll ist ein Soll, ein Kann ist ein Kann und ein Muss ist ein Muss. Das sind wirklich sehr kurze Wörter, aber die haben eine immense Bedeutung. Und Thomas, du musst überlegen, ob du das mit dem Soll wolltest oder nicht. Und ansonsten weißt du Bescheid. Ich wollte jetzt auch die Redeliste nicht der Leute öffnen. Ich meine, das Schlusswort war schon gesprochen. Wir hatten jetzt ganz kurz Gelegenheit, darüber zu reden. Möchte die Versammlung, ich frage es einfach mal ab, weiter über diesen Punkt diskutieren oder wollt ihr den jetzt abstimmen? Würde euch bitte mal Meinungsbild die Karten heben, wenn ihr jetzt abstimmen wollt oder ob ihr weiter diskutieren möchtet. Bitte, wer möchte jetzt sofort abstimmen? Danke, Gegenprobe, wer möchte weiter diskutieren? Gut, damit... Ein Geo-Antrag, komm. Also dann hätte ich gerne Meinungsbild darüber, ob die von Thomas vorgeschlagene Änderung nicht ein neuer Antrag ist, über den wir nochmal eine Rednerliste eröffnen sollen. Das ist, laut eurer Satzung sind Änderungen an Anträgen bis 16 Tage vor der Versammlung möglich, heute nicht. Ein weiterer GO-Antrag. Ich dachte, das mit den GO-Schlachten hätten wir hinter uns. Okay. Jeder darf mal, oder wie? So, ich liebe es ja, wenn ihr mich hasst. Also, wir hatten ja mal die Sonderstellung, dass dieses Anträge ändern innerhalb von Parteitagen möglich war. Ich fand es toll, weil das hat nämlich super Ergebnisse hervorgerufen. Und ich war gerade eben echt geschockt, als ich gehört habe, dass es nicht mehr geht, habe nachgelesen. Und es fehlt ein Passus, den wir früher in der GO drin hatten. Dieser Passus lautet, Anträge, blablabla, eine... wo war das jetzt? Das ist das hier. Ganz ruhig, ja. Die Antragsfristen. Änderungsergänzungs- und Alternativanträge sind immer möglich. Das hatten wir früher in unserer GO drinstehen. Und ich stelle jetzt einen Antrag auf Änderung der GO, dass dieser Passus eingeführt wird. Das muss ich dir leider widersprechen. Es mag sein, dass es in der GO, dass du das in der GO so verankert möchtest, nur habt ihr eine Satzung. Und diese Satzung widerspricht dem. Deswegen können wir noch so gerne diese GO ändern. Die Satzung widerspricht dem. Und wir machen uns hier angreifbar, wenn wir das tun würden. Deswegen... Wir haben ja eben schon abgestimmt. Ihr würdet jetzt gerne über diesen Satzungsänderungsantrag abstimmen. Deswegen machen wir das jetzt und fahren fort. So, kommen wir zur Abstimmung. Wer möchte diesen Satzungsänderungsantrag 03? Wer möchte ihn annehmen, der möge bitte jetzt seine Karten heben. Na, Karte. Das könnte knapp werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, der geht jetzt nur so. 10, 11, 12, 13, gut, 14, 15, 16. Gegenprobe, wer möchte ihn nicht annehmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das ist kein... Das ist keine absolute Mehrheit, der Antrag wurde nicht angenommen. Zwei Drittel hätte gereicht, aber ich bin jetzt echt irritiert. Wir haben da beim letzten Mal drüber gesprochen, dass wir in der Versammlung abwenden müssen. Ich bin immer noch irritiert, aber danke. Gut. So, dann kommen wir zum nächsten Satzungsänderungsantrag. Das ist die Nummer 11, betrifft Paragraph 6 Absatz 4. Also auf den hat jetzt Wolf-Hörtschige Uffmann gestellt.
möge den, kann den jemand vorstellen? Ich glaube, er ist nicht da. Magst du das machen? Hallo. Der Antrag kommt daher, dass wir festgestellt haben, dass wir im Moment in der Satzung stehen haben, dass wenn eine Ordnungsmaßnahme erteilt wurde, der Beordnete im Nachfeld zu einer Anhörung gefragt werden soll, also angehört werden soll. Die Anhörung macht aber nur Sinn, bevor die Ordnungsmaßnahme ausgesprochen wird. Und das soll der Antrag darstellen. Ich sehe schon, es gibt Redebedarf. Zieht ihr das Ding ein bisschen runter? Da gibt es so einen Griff dran. Genau, ja. Ich möchte für die Annahme dieses Antrags plädieren. Ich bin ja im letzten Vorstand gewesen. Wir haben das auch so getan. Also die Menschen vor Abstimmung einer Ordnungsmaßnahme angehört. Und ich fände es auch gut, wenn es so verankert würde, dass es zu einer Pflicht wird. Aber ein GO-Antrag, ganz kurz. Ein GO-Antrag auf schließende Rednerliste. Ich glaube, du warst jetzt der Letzte. Okay. Wer möchte, dass die Rednerliste jetzt geschlossen wird? Bitte die Stimmkarten heben. Gegenprobe, wer ist dagegen? Gut, damit ist angenommen. Das heißt, du bist der Letzte. Ja, ich finde die Intention dahinter sehr gut. Ich finde es moralisch total korrekt, vor einer Ordnungsmaßnahme die betroffene Person anzuhören. Das gehört sich einfach so. Dennoch gibt es das Problem, dass dort ein Muss drin steht. Und wenn dort ein Muss drin steht, dann muss das auch so sein. Und wenn jetzt ein Prädikatsjurist ankommt und sagt, eine Ordnungsmaßnahme bekommt, zum Beispiel im Extremfall auf Ausschluss aus der Partei, dann kann dieser Prädikatsjurist sagen, nö, ich bin jetzt erstmal 20 Wochen im Urlaub und habe keine Zeit, möchte gerne noch mal weiter meine Meinung verbreiten, aber für eine Anhörung habe ich keine Zeit, also bleibt das Teil 20 Wochen in der Schwebe und jemand kann seine Meinung verbreiten, ohne dass die Ordnungsmaßnahme Wirkung zeigen könnte. Ja, also ich wollte das von Flo gerne unterstützen, werde aber gerade darauf aufmerksam gemacht hat, dass es da steht, muss gewähren und das sei so zu interpretieren, dass er die Möglichkeit geben muss, die muss aber nicht wahrgenommen werden. Dennoch sehe ich diese Verzögerungstaktik als Gefahr und würde das so nicht abstimmen wollen. Würde ausreichen, wenn da ein sollte stehen oder so. Und wie Flo schon gesagt hat, ist es einfach moralisch und faktisch richtig, es zu tun. Und warum sollten wir es nicht tun? Aber ich weiß, dass es ja Juristen auch in der Vergangenheit gab, die sehr darauf bedacht waren, sehr pingelig solche Sachen zu boykottieren. Und dem würde ich nicht Vorschub leisten wollen. Gut, vor dem letzten Redebeitrag ein GO-Antrag. Gut. Wer möchte, dass die Rednerliste wieder eröffnet wird? Bitte jetzt die Karte heben. Zügig. Gut. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Wir eröffnen die Rednerliste erneut. Stellt euch an. Mag jemand gleich wieder einen GO-Antrag auf die Rednerliste hinterher schieben? Um Gottes Willen, dann werden wir zügig vorankommen. Mir ist eigentlich nur aufgefallen, dass dem Mitglied sehr unpräzise formuliert ist. Wer ist denn dem Mitglied? Ist es der Beklagte, der Antragsteller? Gut, das Muss ist noch gravierender, aber das war halt das, was mir aufgefallen ist. Also die Argumente, wie schon gesagt, wenn dort steht, zu gewähren, dann ist das ein Angebot, das der andere nicht annehmen muss. Ansonsten, wenn die Pflicht bestehen müsste, würde dort stehen, muss durchgeführt werden. Und damit kann ich diesem Antrag ohne weiteres zustimmen und befürchte keine Diskussion.
Also die Intention bei diesem Antrag ist, dass es böswillig gesagt, es ist also vorgekommen in anderen Vorständen, dass dort Leute im Prinzip nicht mehr die Möglichkeit hatten, sich auf eine Anhörung vorzubereiten. Und es wurde einfach Dinge über die Köpfe der Mitglieder hinweg entschieden. Dem sollte hier vorgebeugt werden. Und was die Verzögerungstaktik angeht, man kann für diese Anhörung Fristen setzen. Es ist kein Problem zu sagen, dass innerhalb an 14 Tagen diese Anhörung stattfinden muss. Das kann man so fest beschließen. Gut, dann würde ich dich bitten, Schlusswort zu halten. Achso, wolltest du jetzt noch? Ja. Gut. Einen haben wir noch. Ganz kurz, ich finde den Antrag auch sehr gut. Allerdings fehlen mir halt einfach zwei Sachen. Und das eine ist gerade bereits gesagt worden mit den 14 Tagen. Das steht da aber nicht. Und dementsprechend ist es wieder eine Schwammigkeit, wo man im Zweifelsfall dann auf den juristischen Weg hinausläuft, wo dann jemand sagt irgendwie, okay, das war eine Frist, die ist nicht akzeptabel, wenn ich sage, irgendwie morgen um eins an einem Sonntag nachts kannst du dazu Stellung nehmen. Ja? Und das andere ist, dass oben auch nicht dem Mitglied, das ist auch in der Tat fragwürdig, ist das das beklagte Mitglied oder welches Mitglied ist das? Finde ich momentan schwierig. Intention ist super, Ausführung geht so. Danke. Also ich kann den Antrag nur unterstützen und möchte darauf hinweisen, dass der aus dem Landesschiedsgericht kommt und die juristischen Probleme kennen und genau deswegen auch diesen Antrag in der Form stellen. Und ich fände es gut, wenn ihr den annehmt. Gut, ich sehe jetzt keinen mehr aufs Mikro zurennen, deswegen ist jetzt die Rednerliste geschlossen. Schlusswort bitte. Ja, also es ist so, dass eine Anhörung muss gewährt werden, aber sie muss nicht angenommen werden. Das heißt also, wenn ich eine Frist setze von einer gewissen Zeit, egal welche Zeit, kann das Mitglied darauf antworten, es muss aber nicht. Fein. Dann würde ich jetzt zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag kommen wollen. Wer dafür ist, diesen SA 11 anzunehmen, der